Hi, in diesem Video seht ihr die besten Apple Watch Apps, die ich diesen Monat rausgefunden habe. Ich wünsche euch viel Spaß. So, und los geht's auch schon. Die erste App ist ein Spiel, nennt sich Pong Game, sehr kreativer Titel, und es ist auch einfach ein Pong-Spiel. Ihr steuert euer Clusterchen über die digitale Krone und müsst dann natürlich schaffen, dass der andere den Ball nicht trifft. Dann macht ihr einen Punkt. Lässt sich auch sehr sensibel steuern, von dem her gar kein Problem. Und ich mache jetzt hier meinen zweiten Punkt. Echt eine Empfehlung, lad sie runter und dann viel Spaß. Und jetzt kurze Werbung in eigener Sache. Ich mache den YouTube-Kanal, es macht mir sehr viel Spaß und wenn ihr ein Abo da lassen würdet, würde es mich sehr freuen, mein Ziel dieses Jahr auf 100 Abonnenten zu kommen. Mit eurer Unterstützung schaffen wir das und jetzt geht's auch schon weiter. Die zweite App ist auch wieder ein Spiel, nennt sich Birdie und eigentlich muss ich dazu relativ wenig sagen. Es gibt verschiedene Modi, ne? Easy, Normal, Hard and Crazy. Und wir nehmen jetzt einfach mal den normalen Modus und dann könnt ihr hier den kleinen Vogel steuern. Das war sehr, sehr schlecht. An sich aber ein cooles Spiel, auch wieder über die Krone steuerbar. Und ich muss sagen, es ist echt nice. Erinnert natürlich an Flappy Bird, deswegen muss man da auch nicht mehr wirklich viel zu sagen. Und es ist kostenlos. Die dritte und letzte App ist auch mal wieder ein Spiel. Was ganz Neues, heißt Fall Down Mini. Wie bei allen Apps, wenn ihr den QR-Code scannt, dann könnt ihr sie runterladen. Man kann hier die Sensitivität der Krone verändern. Ich würde sie auf ganz hoch stellen, weil wie ihr seht, ihr müsst schon sehr, sehr viel an der Krone drehen, damit sich der eigentliche Ball auch wirklich dreht und die Richtung verändert. Das Ziel ist natürlich ganz einfach. Es muss hier runterrollen. Das Spiel an sich ist aber nicht ganz einfach. Also entweder es ist echt schwer oder ich bin echt schlecht. Dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Spiel auch runtergeladen habt und gespielt habt. Ich muss sagen, ich finde es echt schwer. Es macht aber trotzdem Spaß, ist auch wieder kostenlos und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Probieren. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal für mehr und schreibt mir gerne einen Kommentar. Haut rein!